Herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Heute machen wir den Begleiterauftrag von Yoka, sind dazu zurück in Emerald Vale. Wir sollten sie vielleicht mitnehmen. Wir lassen, glaube ich, Sam hier. Nimm die beiden mal mit. Mal gucken, da gibt es bestimmt auch wieder neue Sprüche, über die ich rüberquatschen kann. So, endlich wieder hier. Und hier hinten ist dann noch ein Außenposten. Dann gehen wir erstmal zu, oder machen wir eine Schnellreise zum Geothermiekraftwerk. Ja, und gucken uns dann da hinten mal um. Gucken, was uns da so erwartet. Rochen. Ja. Die sind das andere als ein Problem. Achso, bevor wir hier weitermachen. Yoga haben wir noch nicht aufgelevelt. Könnt ihr auch mal gucken. Für 1500 das okay. Hier nochmal eine neue Nahkampfwaffe kriegen. So. Aber 1900 ist besser. Und so, was haben wir hier? Wenn Yoga in der Gruppe ist, verursachst du höheren Schaden durch hinterhältige Angriffe. Gut, haben wir nie. Zweite Luft. Gut, das können wir machen. Dann haben wir hier Schaden erleidet, Rüstungswert kurzzeitig erhöht. Na gut, aber geht nur einer. Dann die zweite Luft. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Anders! Come on out! Nichts. Oh, ist das? Ein Plünderer-Hooligan. Okay, ja, man merkt, wir sind auf dem Startplaneten. Huch. Wo kommst du denn her? Gibt's ja nicht. Hey, take a gander. The door's busted. Rebecca? And? Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Sehr schön. Oh no. Oh no. What did you do? Tja, das ist doch wohl Anderson. My condolences. Tja. Terminal habe ich gesehen, aber da sie ja eben noch gesprochen hat, wollte ich es jetzt noch nicht angucken. Dann gucken wir es jetzt an. Und dann können wir noch mit dem Joker sprechen. Die Anzeige und Tasten sind beinahe gänzlich durchgerostet, aber es lassen sich immer noch Teile von Texten ausmachen, bei denen es sich vermutlich um Rebeccas letzte Einträge handelt. Gnade mir das Gesetz, aber Anderson hatte recht. Wir hätten diesen Auftrag nie annehmen sollen. Ich dachte, Monarch sei hart, aber das ist unerträglich. Alle hier sind entweder blind oder benebelt oder was weiß ich. Die Städte lassen uns ohne einen Arbeitsvertrag überhaupt nicht rein. Ich kann nicht mal jemanden finden, um eine Nachricht zu versenden. Bei all den kompetenten Leuten hier sitzen wir... Nun, wir sitzen fest. In der Heimat mussten wir für jede Mahlzeit kämpfen, weil es keine Mahlzeit gab, wenn man sie sich nicht selbst machen konnte. Hier gibt es Essen im Überfluss, aber niemand darf es dir geben. Wir haben uns das Notwendigste zusammengeklaubt, wo immer wir können. Anderson ist kurz davor, sich einzuschreiben, sein Lebens Spacer's Choice zu vermachen, nur damit er wieder heiß duschen kann. Clara, ich bete zum Architekten, dass dich dieses Schreiben nie erreicht. Doch falls es das tut, möchte ich dir sagen, dass es mir leid tut. Anderson und ich haben Mist gebaut. Wir haben den Auftrag nicht der Witz wegen angenommen. Wir taten es auch nicht, weil die Droglos so cool klang. Wir taten es, weil wir raus wollten. Monarch ist ein Höllendoch. Wir waren es leid zu leiden. Wir waren den Raptidon-Eintopf und den Schweifelgestank leid, den keine Seife der Welt rauswaschen kann. Wir waren das Kämpfen leid, Tag ein, Tag aus. Wir sind erschöpft. Wir dachten, mit den Bits aus diesem Auftrag können wir uns hier niederlassen, aber dieser Ort ist kein Funken besser. Er ist bloß anders. So oder so hungern wir. Wir hätten nicht gehen sollen. Ich dachte nur, vielleicht gäbe es da draußen etwas Besseres. Du fehlst mir, Kleine. Plündere am Tor. Ansonsten, Anderson ist verblutet. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ich lasse nicht zu, dass sie mich kriegen. Nicht lebendig. Ich habe gesehen, wozu diese Monster imstande sind. Bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you!
The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Hard to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Ich hätte ihr die Wahrheit verschwiegen. Die Nachricht hätte sie nur verletzt. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Hm. Sollte? Ich dachte, du bist eine Wildnisexpertin und wüsstest alles. I'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. Never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Gut. Dann also wieder raus hier. Und zurück. Ja, wieder nach Scylla. Ja, okay. Warum nicht? Dafür, dass das so ein kleiner Planet ist, ist da aber mächtig was los. Das muss man ja auch mal sagen. So. Dann wieder auf nach Scylla. Yay. Destination reached. Scylla. Hey, hold on a second. I want a word. Ach, er wieder. What do you need? Du wolltest doch mit mir sprechen. Du bist immer noch aufgebracht. Wenn es ein Problem gibt, dann rede mit mir. I don't know how we're ever gonna see eye to eye, long as you're working for the board. Why? You got a ship. You got the run of the colony. So tell me why you're bending a knee in front of the adjutant. Ich kann verstehen, dass du aufgebracht bist, aber ich kann nichts für dich tun. I ain't asking you to do anything for me. I'm asking you to do the right thing. And if you can't, then we're not gonna be on good terms. Never mind. Let's just move on. Tja. Ich glaube, bei ihm werden wir keinen Begleiterauftrag machen. Ich frage mich, ob er uns dann tatsächlich noch verlässt oder nicht. Naja, wir werden sehen. So, was haben wir jetzt hier? Magische Truppe. Da müssen wir da überall hin. Können wir erstmal zum verlassenen Bergbau Außenposten. Müssen wir jetzt 3 von diesen Dingern da töten. Na gut, aber wir hatten doch schon mal einen. Also manches respawnt dann, glaube ich, doch wieder. Kann das sein? Macht zumindest so den Eindruck, dass manches wieder respawnt. Können wir hier. Aber nicht alles. Die da unten haben wir ja schon getötet, scheinbar. Nee, stinkender Koloss, den haben wir noch nicht. Ey. Ist aber unangenehm. So, der ist tot. Und wir haben die Pheromonendrüse. Aber ja, wir müssen alle 3 töten. Na gut. 140 Meter nach da. Ja, das müssen wir zu Fuß machen. Troklodrüsen brauchen wir als nächstes. Ja, also hier sind die Gegner wieder respawned. So, haben wir den nächsten Troklokoloss. Mal drauf. Ah, kein Problem. Genau. Der Bandit hier, dem ist es nicht so gut ergangen. Auf jeden Fall nett aus hier mit diesem Schiff.
Aber ich habe jetzt nicht so das große Bedürfnis, mich da umzugucken. So, und dann haben wir da hinten noch dann zum Landeplatz von Cilla. Sparen wir uns ein paar Kämpfe. Und holen uns die letzte Drüse. Yummy. Aber interessant, ich hätte nicht gedacht, dass wir so oft hierher zurückkehren. Das, da. Uah. Das ist verdammt nah, Kollege. Ey. Das Hooligans hier. Scheiße, aber mit Stein. Und wir sind ein bisschen überladen. Kein Problem. Dann werden wir jetzt einmal hier wieder ein paar Waffen zerlegen. Und nicht mit E bestätigen. Das hat schon einen dauerhaften Eindruck hier hinterlassen. Was macht der eigentlich mittlerweile für Schaden? 47. Also da müssten wir schon einiges tun. Ordentlich tüfteln. So, dann hier noch. Schön alles wegschmeißen. Reparieren können wir gleich auch nochmal, wenn wir schon hier im Inventar sind. Zu meinen Joker habe ich jetzt nicht geguckt, wie gut sie jetzt ausgerüstet ist, aber wir wechseln dann ja eh wieder zu Sam. Es kostet 6 Waffenteile und 11 Rüstungsteile und wir haben 676 Waffenteile und 536 Rüstungsteile. Ja, gut, das ist dann schon... Gut, aber wir haben scheinbar den richtigen zuletzt gemacht. Nee, das war noch gar nicht das, was wir wollten. Au. Ach da. So. Was hier? Ach, hier ist der Koloss. So, jetzt haben wir alle Pheromone. Und du? That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. What's up? Die Drüsen sind ja widerlich. Nimm du sie bitte. Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Das bedeutet Karen. Hayes' idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nioka. Charon. He said it was some old myth. Something about death and all the things we killed. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. Dann wollen wir mal. Ja, bringen wir eine Mantikönigin um. Dann wieder Unreliable innen und... Weiter geht's. Glüpp Monarch. Dann nehmen wir mal Fallbrook. Ist im Grunde auch egal. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Perfekt. Weiter. Ja, wir nehmen Joker gleich wieder mit. Glaube ich, das Einfachste. Da steht sie. Schön wie eh und je. Und wir müssen... Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da können wir zur Straße nach Cascadia reisen. Also schön da, wo ordentlich Action ist. Perfekt. Hm. Sind da am besten irgendwie hoch. Wie genau wir da hinkommen, schauen wir mal. Sieht aber hier schon mal ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Da müssen wir vielleicht gar nicht nochmal kämpfen. Auch immer wieder schön, wenn Spiele eine Schnellreisefunktion haben. Hier jetzt vor allem, weil wir damit die Kämpfe
dann ganz gut umgehen können. Und hier können wir jetzt rein. Karen. Mantisaurier-Nest. Klingt sehr einladend. Das war jetzt kein langer Ladebildschirm. Ich dachte, ich könnte unbemerkt ein Schlückchen trinken. Hat nicht geklappt. Ja, eine Schaufel. Die brauchen wir bestimmt noch. Da ist Clara, da ist die Futterstelle. Und Opal. Wir machen natürlich erstmal die Futterstelle. Die müssen wir natürlich erstmal hier erledigen. Brynjokas alte Basis. Drüsen platzieren. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it, but mostly it doesn't stink of sulfur. Die Luft hier drin fühlt sich echt anders an. Monarch folks often joke about it, not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat, not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. Ihr habt all das gebaut? Die ganze Basis? We hauled in steel. Hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. Four of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable. Du bist für den Tod eines kleinen Mädchens verantwortlich? Hey, I got out fucking voted, all right? I never wanted to bring her in the first place, but the others did, and she grew on me. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials. Negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. Six folks, one name. One family. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Schade, dass sie jetzt nicht hier sein können, wenn wir den Mantimistviechern in den Arsch treten. Los, an die Arbeit. So, auf geht's. Jetzt geht's der Mantikönigin an den Kragen. Jawohl, das ist schon mal schön. Ach, das war's schon. Level 30. Perfekt. Genau. 960, naja. So, die beiden kriegen schon wieder ein Level Up hier. Jetzt kriegt sie aber das, nee, das hier. Wählen. Das wollte ich haben. Und Vika Max, was hat der noch Schönes? Der kriegt jetzt auch nochmal zweite Luft. Und was kriegen wir Schönes? Wir kriegen erst einmal Wissenschaft 100, endlich. Tüftelkosten auf minus 90%, yes. Sehr gut. Und einen Vorteil kriegen wir auch noch dazu. Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Weniger Schaden kriegen ist gut. Dein nächster Gegner, nachdem du einen Gegner getötet hast, ist garantiert ein kritischer Treffer. Nehmen wir doch. Oh, wir hätten auch das hier nehmen können. Naja. Nächstes Mal.
Okay. Clara. Was haben wir dann? Nachladen. Ich glaube, ja, jetzt haben wir hier das Nest wirklich ausgeräuchert. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Und Opal. Perfekt. So, Yoga. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Klar, was das dann? Damn, ain't much for niceties, huh? You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Ja, lässt die Medaillons hier. Ist wohl nur vernünftig. Bitte. So. Und damit haben wir diese Quest abgeschlossen. Region. Ich kann nicht schnell reisen von hier aus. Alles klar. Dann gehen wir hier jetzt wieder raus. Alle soweit begraben. Medaillons beerdigt. Und wir haben die Quest um Nyoka auch erledigt. Damit müssten wir jetzt soweit alle Begleiterquests gemacht haben. Sam war ja die Quest, ihn anzuschalten. Den VK haben wir gemacht. Parvati haben wir gemacht. Felix wird sicherlich keinen bekommen. Den VK haben wir durch. Nyoka haben wir durch. Ich glaube, damit haben wir die Begleiter erledigt. Auch schön. Aber sind eigentlich ganz nette Sachen gewesen, finde ich. Also mit den Begleitern hier haben sie das schon ganz gut hingekriegt. Nur Felix finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal dann weiter mit dem DLC Peridon Gorgon. Bis dahin, tschüss!